Herzlich willkommen zurück bei The Order 1886. Wir sind hier immer noch kurz nach dem Massaker in der letzten Folge. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich muss irgendwie raus aus diesem scheiß Katakomben, aus diesem blöden Gefängnis. Und mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Aber hier war ja letzte Folge richtig was los. Und hier geht es zumindest nicht raus. Oh. Man, mir ist da richtig die Spucke im Hals hängen geblieben. Ich muss jetzt irgendwie hier mal einen Ausgang finden. Ah, hier geht's hoch. Gut. Hoffentlich werden wir jetzt nicht wieder tausendmal überrascht hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, was tut ihm leid? Er sagt, tut mir leid, Leute, aber... Ach so, liegt vielleicht daran, dass er alle seine Leute umgerotzt hat. Alter, komm, komm, komm! Runter, 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 runter! Alter, man kann ja nicht nachladen und in Deckung gehen gleichzeitig. Boah, Alter! Komm hoch, hoch! Scheiße, kommt, die sind überall. Fuck it, fuck it! Alter, stirb! Aua, das geht ja schön durch die Wände durch hier. Verdammt! Schieß! Alter! Was ist denn hier los? Hier ist voll Rambazamba. Ich denke mal, dass ich hier weiter muss. Die Schrotflinte behalte ich auf jeden Fall. Das Ding, das ist Gold wert. Auch wenn die Munition schnell alle ist. Nikola. Genau der Mann, den ich brauche. Oh, kann ich Ihnen helfen, Sir Lucan? Kommen Sie mit. Wir haben viel zu besprechen. Nein! Nicht Nikola! Scheiße, Alter. Hoffentlich passiert ihm nichts. Komm, 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 komm. Komm durch da. Schneller. Oh Mann, Mann. Wohin, 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 wohin? Fuck it. Hier geht's nirgendwo weiter, oder? Da oben. Das ist nur der Fahrstuhl. Wir müssen vielleicht den Fahrstuhl irgendwie runterholen. Ich guck mal. Dann hier. Haben wir irgendwas vergessen? Ah, das ist doch jetzt keine Zeit, dir Fotos anzuglotzen. Menschenskinder. Bombe, ey. Was ist da? Da hat nur irgendwas geglänzt. Was haben wir hier für ein Räumchen? Kommen wir nicht durch. Hier geht's nur der Weg zurück. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wir müssen doch hier lang. Er hat da nicht... Ach so, verstehe. Gut, ist da oben einer? Sieht zumindest frei aus. So, einen Strom überbrücken. Alter, hier geht's richtig zu ran. Auf geht's. Den haben wir. Und den haben wir auch. Nettes Spielzeug. Ein Glück haben wir überall diese Anschlüsse dran, sonst würden wir hier, glaube ich, nicht so schnell weiterkommen. Nikola, was ist passiert? Lady Lakshmi hatte recht. Er wusste es. Ich hole sie heraus. Na los. Er ist noch da drin. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Da ist noch was ich tun muss. Okay, Bruder, umarmen wir uns. Niemals. Alistair! Ich wusste, du würdest kommen, Bruder. Komm aus dem Schatten, verdammt! Du und ich, wir sind nicht so verschieden. Ich tue, was ich muss, um mein Blut zu schützen.
Wir kämpfen nur, um unser Recht zu leben. Das ist eine Lüge! Vielleicht wirst du verstehen, eines Tages. Nick Grayson, so sollte es nicht enden. Ach, das wird doch nix. Vierk? Dreck. Sei dein wahres Ich. Scheiße. Ist das das, was du wolltest? Komm. Oh! Na komm. Blödes Vieh. Komm, ran da! Nein! Vierk. Fick dich, du Rindvieh! Und ran da! Nix da! Heute bin ich trainiert! Oh. Leck mich doch am Arsch, du Kackvieh, Junge. So, na komm. Nix da. Jetzt gibt's eins auf die Mappe. Au. Ja, nochmal das gleiche Spiel. Komm ran, du Stück. Wow. Und zack. Und nochmal. Hinten, falsch. Ah. Scheiße. Oh, scheiße. Okay. Oh nein. Wow, shit. Komm, Stück rein da. Alter, wie viel hält dieses Mistvieh aus? Komm. Ran an das Ding! Komm, ran ans Messer! Ich bin zu alt, um nicht zu wissen, dass dieser Tag kommen würde. Wieso, Alistair? Du hast all die Jahre mit uns gekämpft. Ich habe Dinge gesehen, an die ich mich erinnern muss. Zivilisation erschaffen und zerstört. Durch die unstillbare Gier der Menschheit. Stolze Menschen, die sich gegenseitig abschlachten im Namen ihrer Götter. Wir bissen früh genug für unsere Sünden. Aber wie rechtfertigst du die Reue, die dein Blut begangen hat? Mein Blut? Mein Blut ist nicht schlimmer als deines. Und deine Schwester? Dein Vater? War alles eine Lüge? Easy. Mein Vater. Ich habe sie wie mein Blut geliebt. Aber sie dürfen den Fluch, mit dem ich lebe, nie erfahren. Mein Sohn. Vater, vergib mir. Na, ich bin es, der deine Vergebung braucht. Dieses Leben wollte ich dir ersparen.
Sie wussten es? Ich wusste es immer. Ich rettete ihn vor dem Massaker seiner Familie. Dein Vater starb durch mein Schwert. Aber ein Kind? Du verdientest solch ein Schicksal nicht. Wie hätte ich ein unschuldiges Leben nehmen können? Gestehen Sie dies vor dem Rat, Lord Kanzler. Nur so können Sie das Chaos, das ausgelöst wurde, wieder gut machen. Ich kann nicht! Solch eine Enthüllung würde unseren Orden bis in die Grundfesten erschüttern. Also soll ich geopfert werden? Wie viele müssen noch sterben, damit ewige Ruhe herrscht? Er ist mein Sohn. Ich kann sein Leben nicht beenden. Isabeau und der Rat dürfen die Wahrheit niemals erfahren, sonst sterben alle, die ihnen teuer sind. Bitten Sie mich nicht darum. Fortan sollen Sie mit keinem Ritter verbunden sein. Der Orden muss vereint bleiben. Sie sind keiner seiner Herolde mehr. Bringen Sie es zu Ende und verschwinden Sie! Solch ein Leben war nie für Menschen bestimmt. Lebe wohl, Bruder.
Sir Galahad, ganz London sucht nach Ihnen. Wir müssen uns beeilen. Sir Galahad, hören Sie mich? Sir Galahad. Ganz ruhig, Nicola. Alles ist gut. Das sagen Sie, mein Freund. Der Rat hat Kriegsrecht in der Stadt verhängt. Schwer zu sagen, wann die Regierungstruppen eine Offensive starten werden. Jetzt ist keine Zeit für Heldentaten. Ich schlage vor, dass wir Lady Lakshmi folgen und die Stadt verlassen. Ich bin bald bei Ihnen. Und wissen Sie nicht, Galahad bin ich, nicht mehr.